Hi Leute, hier ist Heikarp Christian. Ich wollte euch zeigen, was ich während einer Reise mitnehme, und zwar nicht kleidungsmäßig, darüber habe ich ja schon ein Video gemacht, sondern nur essensmäßig. Ich habe mir da ein paar Tricks von Chef AJ abgeguckt, die ja sagt, dass man immer genug Essen für einen Tag mit sich führen soll. Und ja, dementsprechend ist das Wichtigste natürlich die Stärke, die man nicht vergessen sollte. Die braucht man als Sättigungsbeilage und um, ja, satt zu werden. In dem Fall jetzt gekochte Süßkartoffeln hier. Die sehen ein bisschen komisch aus, weil das diese lilanen Süßkartoffeln sind. Das heißt, die sehen halt nicht so knallig orange von innen aus, aber ja, die gehen eigentlich immer, weil man die auch so wegsnacken kann, weil sie halt einfach, ja, süß sind, wie der Name schon sagt. Und natürlich braucht man viel davon, wenn man den ganzen Tag im Zug sitzt, so wie ich jetzt 15 Stunden oder so. Der größte Unterschied zu anderen Reisenden ist, dass ich nicht nur eine sehr, sehr große Tasche mitnehme, sondern dass ich meinen Vitamix mitnehme. Der Grund dafür ist, dass ich es mir angewöhnt habe, morgens einen grünen Smoothie zu trinken. Da möchte ich nicht wirklich drauf verzichten, und dann schleppe ich lieber einen Vitamix mit dem man ja auch so tolle Sachen machen kann, und dann hat man immer eine Gelegenheit, Sachen zuzubereiten. Dann als Gemüse habe ich hier Bohnen und Möhren mitgenommen, beides einfach in ein bisschen Gemüsebrühe gedämpft. Als Obst dann Weintrauben, hier diese roten Weintrauben von Albert Heijn. Und wie ihr seht, habe ich gar nicht mehr so viel Platz für Kleidung. Zwei Kakis, die man einfach so unterwegs, ja, essen kann, ohne dass man komisch angeschaut wird dafür, dass man eine Süßkartoffel im Zug isst. Und Naked Bars, ich weiß gar nicht, ob es die in Deutschland gibt, aber die bestehen halt nur aus, aus Datteln und, da steht's, Datteln, Cashews, Rosinen, Himbeeren und einem Hauch natürlichem Aroma. Findet ihr es eigentlich auch komisch, dass da Cashewnüsse steht anstatt Cashews? Ich finde das eine total komische Schreibweise. Weil ich mir halt immer irgendwie Pflanzenmilch in den Smoothie mache, habe ich hier einfach ein paar Cashews reingenommen, mitgenommen, die ich dann einfach in den Smoothie reinwerfen kann. Dann spare ich mir halt die Pflanzenmilch. Und außerdem kann man die halt so ein bisschen so wegsnacken. Als Getränk hier 1 Liter Smoothie, den habe ich mir einfach in diese alte Plastikflasche gefüllt, weil ich mal so einen Grünkohl-Apfelsaft gekauft habe von Albert Heijn. Der deutlich besser aussah als dieses Schlammwasser, was ich da drin habe. Leute, grüne Smoothies mit roten Beeren sehen einfach furchtbar aus. Ich werde das nie wieder machen. Ja, so sieht das dann am Ende aus. Wie ihr seht, echt nicht mehr viel Platz für Kleidung. Aber so mache ich das, wenn ich den ganzen Tag im Zug sitze. Das nehme ich alles mit, um nicht zu verhungern oder nicht auf das überteuerte Bordbistro zurückfallen zu müssen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert mich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute!